Ja, Leute, und damit herzlich willkommen zu Shining leidet einen Abend lang. Nein, herzlich willkommen zum heutigen Livestream. Heute spiele ich das Spiel Lil Witch Nobeta. Ein Souls-like-Game. Warum sage ich, ich leide? Ganz einfach, ich bin eigentlich nicht so der Riesenfan von Souls-like-Games wie Nioh, Anima oder Dark Souls, das bekannteste. Aber das Spiel fand ich relativ interessant von dem, was ich gesehen habe. Deswegen wollte ich das heute mal anspielen. Kurz vorab, falls irgendwer fragen will, ich kann das Spiel nicht auf Deutsch stellen. Ich zeige das hier auch nochmal eben kurz. Es gibt nur drei Sprachen. Und ja, wir werden gleich eine süße kleine Hexe sein, die sich durch den Dungeon kämpft. Ich weiß nicht, warum sie es tut. Da muss sie gegen Monster kämpfen mit ihrer Magie. Und ich werde sterben. Okay, neun Speicherplätze könnte man hier machen. Gut zu wissen. Ich würde mal sagen, no Advanced Mode oder Standard Mode? Ich überlege gerade. Machen wir normal. Also ich habe bisher nur den Trailer von dem Spiel gesehen. Das werde ich auch als YouTube-Projekt hochladen, sage ich jetzt schon mal. Und ich gucke, dass ich mich bei Videosequenzen aus dem Bild schiebe. Das ist übrigens die Hexe, die wir gleich sind. Es ist die Nobeta. Das ist der Ort, wo wir hin wollten. Ja, ich weiß. Ich weiß, Mädel. Was hast du gesehen? Also ich meine, die macht das, weil sie ihre Erinnerung oder so was in der Art wieder haben wollte. Ja, genau, irgendwas in der Richtung. Deswegen geht sie da überhaupt erst hin. Ich höre eine Katze. Wo ist Katze? Wo ist die Katze? Ich will streicheln. Jetzt ja go. Okay, dann laufen wir hier mal rum und suchen diesen Thron. Und währenddessen nutze ich meine Zauber und mache die Gegend kaputt. Ich glaube, ich mache die Empfindlichkeit ein bisschen runter. Okay, das Aim, das wird ein bisschen schwer. Aber wir kriegen das bestimmt gebacken. Ich lade meinen Zauber auf. Also ja. Das sind wir. Und wer von euch hat ihr jetzt unter den Rock geguckt? Gebt es zu, Leute. Gibt ja nur eine Richtung, in die wir können, ne? Wer von euch pädophilen Kerlen hat ihr jetzt unter den Rock geschaut? Und zwar ihr alle. ZL zum Aim, das habe ich schon bemerkt. Ich habe mich vorher nochmal durch die Steuerung geguckt, bevor ich das hier gestartet habe. Da sind Gegner. Böse. Komm her und ich hau dir eine. Da war doch noch eins. Headshot. Böse. Hier, ich gebe dir eine mit meinem Stab. Muss ja nicht immer Magie sein, ne?
Ach, wenn ich hier in der Nähe von dem Teil bleibe, dann regeneriere ich Mana schneller. Ja, A zum Dodgen. Komm her, dann kriegst du eine. Oh, der hat, glaube ich, was fallen lassen. Broken Crossbeer habe ich bekommen. Item. Okay. Was mache ich mit diesem komischen Speer? Also ich kann sie das Teil auch vorlesen lassen. Okay, ich sehe schon, ich habe einiges an Items einzusammeln. Oh, lecker. Leben. Was ist da? Was ist denn das da für eine Hölle? Okay, die linken reindrücken zum Dashen. Lauf! Böse, bleib weg! Ich sagte, bleib weg! Oh, da ist wieder ein Item. Ich habe Crafted Soul wieder gefunden. A tool used by the church which extracts any information ring. Ich denke mal, das sind einfach Collectibles. Okay. Ich habe keinen Bock, einen dieser Blitze abzubekommen. Lauf, Mädel, lauf! Okay, wenn ich ausweiche oder mit dem Stab zuhaue, dann regeneriere ich ein bisschen Mana. Um Gottes Willen sind hier viele. Bevor ich jetzt hier weitergehe, will ich eben kurz einmal reinhören, ob ich laut genug bin, beziehungsweise ob ich das Spiel lauter stellen muss. Okay, passt so von der Lautstärke. Mit welcher Taste spreche ich nochmal? Mit B. Ich glaube, ich muss Anlauf nehmen, wenn ich darüber will. Au! Böse. Ich lerne noch zu dodgen. Keine Sorge, Leute. So, Ultra Spell wird aufgeladen. Friss! Das macht Schaden. Böse. Hex, Hex. Weg mit euch. Ah, ich habe auch einen Sprintschlag. Habe ich auch einen Sprintschuss? Mehr oder weniger. Okay, die gelbe Leiste ist meine Ausdauer, die grüne ist mein Leben. Und die blaue ist mein Mana. Ach, da war ja der Tipp, ne? So, mit einem Sprint muss ich hier rüber. Au! Komm, schieß doch, diesmal weiche ich aus. Ah! In dein Gesicht. Ah, das war wohl nichts. Und jetzt verklopp ich dich. Brauch Mana. Ach, da war noch einer. Du kannst mir nichts. Wenn ich nicht an dich glaube, kannst du mir auch nichts tun. Okay.
Die öffne ich, indem ich drauf hau. Was kriege ich? Ah, Leben. Dann sollte ich die andere Truhe doch auch definitiv noch vorher öffnen, oder? Komme ich da überhaupt dran? Was mache ich damit? Auch draufhauen? Scheinbar. Einfach draufhauen. Passt schon. Ich finde das Spiel jetzt schon cute. Ah, okay. Nein. Ich wollte doch darüber. Ich will die Kiste haben. Kann ich vielleicht auf die Säule springen und von dort aus rüber? Ist das möglich? Oh, die fällt hin, wenn sie keinen Ausdauer mehr hat. Nein. Okay. Jetzt hätte ich nur irgendwie Anschwung da oben kriegen müssen. Ich denke mal, ich muss da von davor halt schon den Sprung nutzen. Ja, ich hab's rüber geschafft. Ja, meine Tasche wurde erweitert. Ist bestimmt mega wichtig. Oh, war das ein Krampf? Oh, jetzt kann ich die auch in den Kisten finden. Ich habe schon wieder irgendwas gesammelt. Copper Coin. A Copper Coin imprinted with a legendary hero's face. Any explorer would be fortunate to stumble upon such a find, but having to wait through a castle full of monsters to get it isn't quite so lucky. Ich kann auch sie vorlesen lassen, aber ich denke mir, das versteht keiner. Ach, hier darf ich Sachen upgraden. Okay, ich muss mit der Statue reden. Oh, ich habe sogar Kostüme. Oh, guck mal. Ein Sailor Suit, ein Swimsuit. Ich weiß, auf was ihr hier die ganze Zeit wollt. Das ganze Projekt über. Ich weiß es jetzt schon. So, was kann ich denn bei dir holen? Wie viel habe ich denn? 48. Ein Mana-Kristall? Ich habe jetzt schon einen Teil, ne? Ich werde immer dafür zwei Mana-Dinger zu haben. So, hab gegönnt. Oh. Okay, ich merke mir fürs nächste Mal, dass ich eventuell auch ein bisschen mich selber booste. Los, Mädel, lauf! Da unten warten wieder diese unheimlichen Dinger. Oh, ha! Böse! Au! Au! Böse! Kannst doch so ein cutes Anime-Girl nicht angreifen. Sind hier noch mehr von denen? Ah, jetzt habe ich 6 wieder. Jetzt kann ich eben einmal kurz boosten gehen. Ich schnauze das halt, während die Statue noch bei mir ist, ne? Außerdem heilt es mich. So, was wollen wir denn jetzt überhaupt erhöhen? Wir können nur hier was erhöhen. Mehr Stamina, mehr Mana oder mehr Leben? Ich würde sagen, mehr Leben. Ah, ich kriege auch genau so viel an Leben dazu, wie ich ausgebe. Okay.
Bisher ist es noch einfach. Ach, ihr kommt wieder. Was stimmt mit euch nicht? Böse. Ich darf nicht mehr zurück. Okay. Ja, damit kann ich so einen Ultra-Zauber machen. Haben wir ja schon gesehen, das penetriert die Gegner. Aber bisher habe ich halt nur diesen Lichtzauber. Ist da was drin? Nee. Ist da oben was drauf? Man muss ja auch ein bisschen erkunden. Ich glaube, so hoch käme ich nicht mal. Um Gottes Willen, da wollen mich welche. Komm doch näher, ich hau dir eine runter. Siehste, ich sag doch, ich hau euch eine runter. Ich kann auch anders gar nicht da durchschießen. So, tschüss. Wo ist mein Arkanzauber? Weiße Durchdringung, nenn ich's. Oh, jetzt könnte ich wieder zurückgehen. Ich habe 18 Punkte. Nee, mal ein bisschen aufsparen. Die spawnen, glaube ich, immer wieder, wenn ich hin und zurück gehe. Okay, wenn ich die haue, dodge, dann klappt das schneller. Kann ich währenddessen überhaupt zuschlagen? Nee. Oder? Doch, der enchantet dann weiter. Nein, nicht die Katze! Lass die Katze in Ruhe! Lass ja die Katze in Ruhe. Euch bringe ich gleich Manieren bei. Au! Ach, da hinten ist noch einer. Ich habe A gedrückt, ich schwöre es. Lass die arme Katze in Ruhe. Also die, die weiß sind, die schlagen und die, die rot sind, die prügeln. Die schießen. Hallo Katze. Du bist jetzt mein Haustier. ダイジョブだよ。降りてきて。怪我がなくてよかったね。私といれば大丈夫だよ。カバンに入ってて、私が守ってあげる。 Ich die jetzt einfach in die Tasche gepackt. Ja, Miau. Was für eine süße Katze. Ist hier irgendwo noch eine Kiste, bevor ich weitergehe?
Da links sah es so aus, als ob man irgendwie da durch kann. Irgendwie kommt man da hin. Legt euch nicht mit dieser Hexe an. Die tritt euch in den Hintern. Selbst solche Monster machen ihr nichts aus. Kiste? Sieht auf den ersten Blick so harmlos aus, das Spiel, ne? Aber vom Trailer kann ich euch ja sagen, dieses Harmlose verschwindet noch. Nein. Böse. Da ist eine Kiste. Die will zu mir. Die ruft nach mir. Den nutzen, das mitnehmen. Dann kann ich meine Defense ein bisschen erhöhen. Ich habe schon wieder was gefunden. Oh, das ist ein schöner Hut. Ich lese das jetzt nicht mehr vor. Oh, sie wollt das unbedingt. Nein, aus! Der will mich begräbschen. Hallo? Friss! Böse! Das war die falsche Taste. Will das nicht. Böse. Ich habe schon wieder was eingesammelt. Na gut, lese ich halt doch vor. Armor belonging to a hiked chevalier, made from a rare metal that boosts light and strong. Judging by the damage it suffered, the owner likely fell to some greater than a mere human. Würde ich auch sagen. Erstmal heilen. Kommt auf einmal so mega viel um die Ecke. Ich glaube es ja nicht. Ach, da ist schon wieder so eine Statue. Die scheinen nicht gerade selten zu sein. Also brauche ich mich jetzt nicht an einer irgendwie hochboosten. Okay. Okay, habe ich denn irgendwas Verfluchtes? Ist das Teil besser? Erstmal beten. Oh, Faint Holy Crystal. Okay. Aber wenn man die droppt, dann machen die so einen Heilkreis. Beziehungsweise Mana-Heilkreis. Auch interessant. Ich kann den nichts verkaufen, oder wie? Okay, meine MP will ich auf jeden Fall einmal verbessern. Meine Stamina so um 2 Punkte.
Ja, bitte. So. Einmal kann ich noch was verbessern. Mache ich meine Magie noch mal ein bisschen stärker. Hinter mir ist eine Tür und da ist eine Tür. Erstmal da gucken. Das Ding regeneriert sich zu schnell. Dann halt einen aufgeladenen Schuss. Okay, das Ding kriege ich nicht kaputt. Selbst wenn ich auflade. Wo ist der nächste Bösewicht? Und schon wird es eiskalt. Ich glaube, da wartet der erste Boss auf mich. Hi, Doc. Ach, ich kann die mir locken. Okay, ich erwarte eine Filmsequenz, deswegen bin ich kurz aus dem Bild. Nächste Woche. Ja, was ist das? Oh nein, eine böse Rüstung. Ich glaube, die Rüstung will mich. Lass das. Nein. Ich lade meinen Zauber auf. Da spürst du meine heilige Lanze in deine Visage. Und gleich noch einen hinterher. Ich schleudere ihn auch zurück. Das ist sehr gut. Ich kann ihn einfach so stunlocken. Ich gehe ganz sicher nicht in den Nahkampf mit dir. Böse. Okay, wenn ich ein Schild treffe, mache ich einfach gar keinen Schaden. Nee, 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 nee. So, habe ich genügend, um den Zauber aufzuladen? Aua. Ding, dir ist mein Mana weg. Komm. Friss. Nein. Ja, übertreibt noch mehr.
Gut, dass ich meine Angriffskraft vorher erhöht habe. Ich hätte den Zauber mal zu Ende laden sollen. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Na! Schuss! Einmal noch. Dann liegt er. Ach nee, der liegt schon. Nee, 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 nee. Da liegst du, ne? Gegen die kleine Hexe konntest du nichts ausrichten. Gut, dass ich erkannt habe, dass er vor seinem Angriff immer so kurz bei seinem Schwert leuchtet. Ich habe das nicht angesprochen, weil ich konzentriert war, aber sein Schwert hat immer so ein bisschen geleuchtet vor seinem Schlag. Ja, genau, wir gehen einfach wieder nach Hause. Warum denn nicht? Ich bin nach Hause. Das dumme Ding steht wieder auf. You shall not pass. Macht der jetzt einen auf Gandalf? Los, Katze! Nutz Horrorblick. Okay, was ist das für eine Ultrakatze? Katze, rette mich! Mach ihn fertig, er macht mich fertig. Ich glaube, der hat sich in die Luft gesprengt. Wenn du dich schon sprengen willst, nimm mich nicht mit in den Tod. Nein, 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 nein! Jetzt bin ich auch da unten. Das kann man doch nicht machen. Wie gesagt, bei solchen Filmsequenzen male ich mich aus dem Bild. Wenn man die in vollen Zügen sehen kann. Katze? Die Katze kann reden. Oder werde ich verrückt? Ich glaube beides. Hallo? Ich hoffe, du machst das wenigstens ohne die Krallen. Und genau so wurde ich von meinem Kater auch immer geweckt. Wo bin ich? Im Land der Katzen. Die Katze kann sprechen. Das fällt dir jetzt ein? Ja, doch nur komischerweise genau dieselbe Stimme, ne? Nee. Ich habe eine Mission. Zur Erinnerung, die Hexe, die ich hier spiele, die hat von Anfang an keine Erinnerungen mehr. Ich hatte die Axt von dem, glaube ich, gerade eingesammelt. Ja, aber ich habe einen 3 Meter lang. It's beyond the skill of any normal human to wield. Perhaps it was designed for use by the Church Stores Unit. Okay. Da ist die Katze hingegangen, also gehe ich da lang. Da leuchtet es auch schön und da liegt eine Kiste. Ich habe Wind?
Wind Level 1 heißt das Schiebe. Was? Warte, erstmal auf der letzten Seite wahrscheinlich ist das Item, was ich eingesammelt habe. Hier, Faithful Soul Shard. Okay. This faithful servant remained loyal even after meeting the tragic fate. Okay. Ach da, Elemente Magic. Wind. Habe ich jetzt einen Doppelsprung? Ja, ich habe einen Doppelsprung. Endlich. Und es verbraucht auch Ausdauer ein bisschen. Na gut, anders wäre ich, glaube ich, hier gar nicht hochgekommen. Und da liegt schon wieder was. Da liegt auch noch mal was. Warum liegt hier so viel? Hatte der Typ so viel dabei? A massive heavy sword on your true hero gifted with crafted soul fragments would have the strength to wield it. Such a hero would be blessed with a truly magnificent power, the hero crossword. Okay. Und der Shield of the Church. Emblazoned with a large emblem of the Church. It has seen bloodshed and an impossible skill in battles against those who oppose the Church. His duty came to an end when its leader fell in the Night Kingdom perished. Okay. Ich freue mich einfach nur über den Doppelsprung, den ich jetzt endlich mal habe. Den hätte ich gern früher gehabt. Hoppa. Das kann ich bestimmt boosten. Oh, Kisten kaputt machen. Das könnten Steine für mich drin sein. Ja. Und ich kann mich boosten. Oh. Ich kann nicht so viel kaufen bei dem hier. Okay. Leben ist ja auf jeden Fall wichtig, ne? Ich investiere jetzt erstmal ein bisschen in Leben. Und auch ein bisschen noch im Mana. 6 habe ich noch. Kostüme habe ich noch keine. Oh, Kitze! Nee, ich habe nie gelernt zu lesen. Absorption? Ich kann Sachen absorbieren. A staff attack right before an enemy hits to activate the ritual of magic absorption. Ach, wenn die jetzt auf mich schießen und ich schlag auf den Angriff, kann ich ihn absorbieren? Lese ich das so richtig? Klingt praktisch. Steht hier gleich auf. Nee. Aber sicher ist sicher, ne? So. Kurz bevor du angreifst, soll ich dich hauen. Irgendwas hat sich getan. Wie mache ich dieses Absorbieren? Muss es vielleicht ein Schuss sein? Ich verstehe es nicht. Ich bringe mich so nur selber um. Oh, Heilung! Und ein bisschen mehr Mana. Nochmal lesen. Perform a Staff Attack. Das ist die E-Attacke, wo ich zuschlage. Bevor ein Enemy hits. To activate the Ritual of Magic Absorption.
Ja, schön, aber dieses Ritual habe ich irgendwie nicht verstanden. Zoodol Remnant. A byproduct of the production of a Zoodol. While the creation remains a mystery, the ability to earn victory in battle is invariable. They are also used to guide heretics back to the path of normalcy. Okay. Ja, Counterattack. Wie mache ich denn den Counterattack? Ich weiß genau, dass ihr alle wieder unter den Rock geguckt habt. Ach, jetzt leben die Drecksdinger ja wieder, ne? Ich verstehe das Ritual der Absorption nicht. Ich bin zu doof dafür. Bevor der Zuschlag. Habe ich jetzt was absorbiert oder nicht? Siehst du, das regeneriert mich, aber ich spüre davon nichts. Ach, das regeneriert auch nur mein Mana, ne? Muss ich mal ein bisschen auf meinen Mana achten, während ich das versuche. Nein! Böse! Fall um! Böse! Ach, da ist noch so einer. Böse! Aber ich regeneriere doch Mana auch während ich normal zuschlage. Ich verstehe es nicht. Ich habe Probleme. Mein Verstand kommt damit nicht klar. Wie nutze ich das? Wie nutze ich diese komische Absorption? Ich hatte einfach nur im Gefühl, dass hier einer wandert. Leute, hat einer von euch verstanden, wie die Absorption funktioniert? Ich glaube, ich brauche irgendwie so ein ganz perfektes Timing. Vielleicht dann. Dich habe ich gesehen. Sollte die nicht so auslachen, die machen mich in den meisten Fällen kaputt. Kann ich das kaputt schießen? Ja. Du stehst doch bestimmt gleich auf. Nicht du schon wieder. Nicht du schon wieder. Hau ab. Eines Tages verstehe ich den Konter. Eines Tages.
Bis dahin werde ich mir eine Stelle am Kopf wundkratzen. Sag mal, was fällt euch ein, mich von hinten zu attackieren? So, ich nutze die Deckung für mich. Oh, ihr kuschelt in eure scheiß Visagen. Fällt euch einfach ein, mich von hinten abzuschießen. Kann ich das auch runterschießen? Dass ich eventuell die Map für mich nutzen kann? Nee. Ich dachte halt kurz, weil das Ding eine Hitbox hat. Einen Moment mal. Ist doch bestimmt wieder so ein ekelhafter Ort. Ja, ich wusste es. Nein. Tschüss. Es sah nämlich nicht so aus, als ob ich von der anderen Seite hinkam. Deswegen bin ich jetzt hier rübergesprungen. Das Ding soll ich auch mal irgendwann nutzen? Oder wäre ich von der anderen Seite hingekommen? Das hätte auch von der anderen Seite geklappt. Ich hab dich vorher gesehen. Und du spawnst einfach neben mir, ist klar. Wie funktioniert der Counter? Tschüss. Ab nach unten mit dir. Da hinten war ein Gegner? Ich hab dich nicht mal gesehen. Ist hier eine Kiste? Ich weiß halt nicht genau, wo ich lang muss. Oh, ich kann Licht machen. Ich glaube, hier sollte ich eigentlich lang. Ich gucke erstmal den anderen Weg mir noch an. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß beim Zusehen wie ich beim Spielen bisher. Bisher noch keinmal gestorben. Ich hoffe, das bleibt so. Ich will da nicht hin. Auf in den Abgrund. Ja, ich habe beide getroffen. Nein, bleib weg von mir. Immer diese Pedos.
Da ist schon wieder so einer. Ist hier noch irgendwo einer? Ach, da oben ist noch einer. Jetzt bin ich tot. Nein. Haben wir ein Nickerchen gemacht? Jetzt habe ich den ganzen Weg nochmal laufen. Okay. Ich mach mein Leben noch um einen höher. Passt so. Nee. Da unten ist der Dreckige. Ah, nicht getroffen. Jetzt steht der doof. Da unten ist bestimmt ein Taschenupgrade. Okay, er steht still. Ja, ich habe getroffen. Das Dumme ist, da unten sind zwei von denen. Ach, ich habe eh nicht die Magie. Na, Kollege, wie geht's dir da hinten? Komm, schade, dass die keinen Fallschaden kriegen. Das wäre zu gut. Oh, der ist hier hochgewandert. Fällt dir ein? Nein, nein, nein. Obwohl, ich glaube, ich stehe hier gut. Okay, ich kriege auch keinen Fallschaden. Ich dachte, ich kassiere Fallschaden. Aber der eine steht jetzt da oben, ne? Du kommst hier nicht hoch, oder? Ich will nur die da loswerden. Wo ist der andere? Die nerven so hardcore. Ich denke immer, ich kann durch den Stein schießen. Ich wollte gerade sagen, ein paar von denen stehen doch auch auf. Mich veralbern, ich habe gerade so nicht genügend. Ich will da nicht runter. Der Typ haut so heftig den Schaden raus. Ich warte lieber. Ach, du tust mir leid. Aber 7 Stunden ist tatsächlich auch teils recht wenig. Manche müssen 12 Stunden arbeiten.
So, jetzt stehst du gut. Besser kannst du gar nicht stehen. Gut, aimen. Warten, bis er stehen bleibt. Dann kriegt er von mir eins in die Fresse. In seine dicke, fette Visage. Jetzt stehst du hinter einem Stein, du Arsch. In deine Drecksvisage. Ich meine ja nur, manche müssen 12 Stunden arbeiten. Dagegen sind 7 Stunden, glaube ich, recht wenig. Ich gehe der erst runter, wenn der große tot ist. Ja, komm, noch ein kleines Stück. Er ist tot. Okay, jetzt kann ich ruhig runter. Dich kriege ich auch so kaputt. Hässliches Mistding. So, irgendwo hier war noch so ein krabbelndes Etwas. Danke für das Mana. Hab nur versucht, beide zu treffen. Da wurdet ihr penetriert, ihr Arschgeigen. Seht ihr noch mehr von euch? Oh, ein Buch. Ich habe Eis gefunden. Midrange Continuous Shot. Shined Magic creates a barrage of homing ice misses. Also ich habe jetzt einen neuen Zauber. Okay. Und wie sieht der ausgeladen aus? Aua, ich mache mir selber Schaden. Okay. Also jetzt habe ich einen neuen Zauber. Gucken nur, ob hier noch irgendwas ist. Ja. Okay, es hat sich gelohnt, hier unten das zu erkämpfen. Aus. Der Magical Girl kämpft sich durch. Naja, zumindest gibt es ein Magical Kostüm, soweit ich es gesehen habe. Böse. Ich hoffe, dass dein Tag trotzdem schön mag, auch wenn du so lange Rad fahren musst. Ich wollte kurz fragen, ob du mir feindlich gesinnt bist. Bleib mal weg von mir. Bleib mal weg. Ich habe ein Maid-Outfit gefunden. Oh, das sieht aber schön aus. A set of clothing, apparently belonging to the servant of a noble house. It is specially designed to grant its wearer surprising agility, allowing them
A fighting chance against assassins and other intruders. Ah, ich glaube, ich weiß, wie der Raum hier funktioniert. Da muss ich alle Teile einmal antargeten. Also alle drei Kristalle gleichzeitig. Das heißt, ich hätte so oder so den Eiszauber holen müssen. So, dann cast mir mal. Oh, da ist. Warte, da ist Katze. Du kannst die Katze ja nicht kaputt machen. Ja, Katze. Ich würde sie so gern streicheln. So, ein. So, der bleibt getargetet, bis ich loslasse. Ah, okay, das ist zu lang. So, alle drei sind getargetet, ne? Geschafft! Und da ist auch die nächste Statue. Katze flitzt. Halt mal Fäden. Oh! Gekauft. Dann nehme ich mir auch mal so einen mit und so einen, dass ich so einen Zirkel machen kann. So, schneller das Aufladen. Bisschen mehr Mana. Stamina finde ich jetzt gerade erstmal nicht so wichtig eigentlich. Ich denke, immer mit A muss ich das Ding aktivieren. Nee, nee. Ich arbeite nicht 12 Stunden. Ja, hier haben wir nochmal die Kostüme, ne? Die kleine Hexe, Vampir. Da stehen ja auch die Conditions drin, die ich brauche. Tanya muss ich besiegen. Ich muss mich mit meiner eigenen Magie umbringen. Dann kriege ich den Sailor Suit. Wie stelle ich das denn an? Kann ich mich mit meinem eigenen Zauber verletzen? Jedenfalls nicht damit. Ich müsste mich irgendwie Lowlife bringen und dann extra mit dem Eiszauber wahrscheinlich umbringen. Aber wenn ich ihn lade, dann treffe ich mich ja auch selber. So, oben oder unten? Mann, ich wollte mich doch nur drum herum schieben. Verdammt, das Spiel ist intelligent. Immer nachgucken, ob irgendwo eine Kiste ist. Da brennt's. Schönes Feuer, ne, Katze? Ja, Eiszauber. Miau.
Ach, krieg ich jetzt auch noch Feuer? Ja, das ist leer. Mein Hirn ist leer. Das haben wir doch schon mal getestet. Vorher, ich kann mich doch an dem Feuer ein bisschen eben kurz schwächen. Ich will versuchen, mich mit meinem eigenen Zauber einmal zu erledigen. Wegen dem Magical Girl Kostüm. Deswegen töte ich mich jetzt extra. Oder zumindest will ich mich anschwächen. Komm. Bisschen muss ich noch. So, jetzt versuche ich mich selbst zu vernichten. Ach, da ist sogar links eine Leiste. Ich absoluter Volldepp. Ja, komm, trifft mich doch. Wie dumm das ist, was freizuschalten, indem man sich selber tötet. Ich glaube, einen Hit brauche ich noch. Komm. Ja, ich hab's geschafft, mich mit meinem eigenen Zauber zu töten. Was für eine dumme Bedingung, um was freizuschalten. Aber jetzt soll ich das doch haben, oder nicht? Das war mein eigener Zauber, der mich getötet hat. Ich hätte schafft das wahrscheinlich irgendwann noch so aus Versehen nebenbei. Aber jetzt war es halt wirklich volle Absicht. So, aufwachen, Mädel. Du wirst gleich zum Magical Girl, wenn ich das richtig gesehen habe. So, Kostüme. Ja, Sailor Suit. Hallo, du sollst es anlegen. Brauchen wir doch nicht Magical Girl, by the way. Ja. Cute. Dafür hat es sich gelohnt, sich selber umzubringen. Dafür habe ich mich selber umgebracht. Ich fand das andere Kostüm schöner. Aber hey, ich habe es freigeschaltet. Indem ich mich selber umbringe. Mir gefällt das Kostüm halt wirklich mehr. Ich wollte das andere nur haben. Funktioniert das jetzt wirklich so, wenn ich es voll aufgeladen habe, dass ich so gesehen Verteidigung habe? Ja, ich krieg keinen Schaden. Verdammt, aua! Das Böse.
So, ein Böses ist noch da. Es war schneller als ich. Aua. Mir fällt gerade ein, diesen einen Stein, den ich nicht kaputt gemacht habe. Eventuell könnte ich den mittlerweile kaputt machen. Dann müsste ich aber irre weit zurücklaufen. Du zuerst. Obwohl, nee, könnte ich nicht mehr. Das war ja in dem Gebiet, wo der Boden weggebrochen ist. Da kann ich ja gar nicht mehr hin. Fällt mir gerade so ein. Die Frage ist, ob da irgendwas Wichtiges war. Ich kann ja Oskar mit einem Zweitspielstand nochmal gucken. Okay. Erstmal dich. Mich angreifen ist nämlich illegal. Das machen wir hier nicht. Geh kaputt. Ich dachte erst, da wäre eine Kiste. Die Katze läuft. Wie bist du durch das Feuer gekommen? Oder ist das Feuer da unten jetzt weg? Ach, das ist jetzt weg. Vielleicht ist hier ja noch was. Okay, ist nicht. Gib mir mal Mana. Danke sehr. Sehr freundlich von dir. Oh, da ist eine Kiste für mich. So. Sehen wir auch mal diesen magischen Zirkel. Oh, ein Big Meep. Das ist ein schöner Kreis. So, wer von euch hat unter den Rock geguckt? Wer von euch war pervers? Gebt es zu. Wer von euch war alles ein Pedobär? Ich will nicht mit dir in den Nahkampf. Nein, du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Ich sagte, du siehst mich nicht. Nee, ich gucke in dem Moment weg. Nicht du schon wieder. So, bleib weg von mir.
Die stehen auch 100 pro alle gleich auf. Sequenz incoming. Ja, und diese komischen Puppen wollen mir die ganze Zeit ans Leder. Katze? Ich hoffe mal, dass sie kein Bewusstsein haben, sonst muss ich mich schlecht fühlen. Ja, ich will viel reden. Ja, ich soll doch dahin. Ich denke mal ja. Nein, ich möchte mit dir reden. Wann kann man noch mal mit einer Katze reden? Du läufst gegen eine Puppe. Hier, jetzt bist du frei. Wehe, ihr steht auf. Das weiß ich zu verhindern. Aua. Das war mein Knie. Hier ist aber bestimmt irgendwo was. Zack. Warum sind die Katzen immer so herzlos? Mich interessiert, ob der Spell eigentlich jetzt weniger Mana pro Schuss kostet. Habe ich gar nicht bisher darauf geachtet. Ja, also so 3 Schuss kommen auf ungefähr einen von denen. Musste Hebe drücken. Das ist bestimmt was Schönes. Ach, ich habe noch ein anderes Item aufgehoben, fällt mir ein. Hier. Headcatter Circular und Test Subject Ding. Most used to dissect experiment subjects in the pursuit of Doll Transformation. Children's researchers have long debated whether the sword were in the head or the brain. But they seem to have finally reached a consciousness. Ich trage keinen Rock. Hier, die kriegst du jetzt. Die leg ich dir gleich an. Test Subject Manacle. A recent use to bind a subject. It is covered in blood and rust. Clear signs of inhuman treatment. Of course they in themselves would soon become inhuman creatures. So the question of morality is an open
ended one. Doch, du hast mir erzählt, du stehst auf feste Spielchen. Du stehst da ganz doll drauf. War der andere Weg der Hauptweg oder war das jetzt hier der Hauptweg? Ach, das ist eine Abkürzung, die ich freigeschaltet habe. Ich habe eine Abkürzung freigeschaltet. Dann kann ich ruhig hier einmal kurz an die Statue gehen. Ich habe ganz komische Träume. So, ich boost jetzt meine Kraft. Ich wollte gucken, ob da oben offen ist jetzt. Aber wahrscheinlich muss ich das hier drüber irgendwie öffnen. Nee, von da kam ich. Ist jetzt da oben auf oder nicht? Ich muss gucken. Nein. Okay, da geht's weiter. Ich habe das Gefühl, der andere Zauber ist stärker. Da unten hat doch kurz was geleuchtet. Ist jemand. Hallo? So eine schöne Schleife. Oh, es redet mir. Okay, die da hinten, die machen mir Angst, die Puppen. Die sind creepy. Ich glaube, die will mir in den Hintern treten. Habt ihr noch nichts getan? Um Gottes Willen. Nein. Ich will das nicht. Ach, ich kriege jetzt gleich ein Kostüm. Das ist diese Tanya, die ich suchen musste.
Okay, die hat einen Laserstrahl. Wie oft schlägst du denn zu? Au! Das tut ein weh, kleine Dame. Ich habe das Timing noch nicht. Ja, wie beim Ritter, das leuchtet so ganz kurz vorher. So, schluck dat. Irgendwann schaffe ich es, dem auszuweichen. Ich rechne nicht damit, diesen Kampf zu überleben. Ich habe A gedrückt. Au. Kann ich mit der anderen Magie eventuell mehr Schaden da oben machen? Nein. Pam! Ich glaube, der andere Zauber bringt echt mehr. Nimm das! Irgendwie hat mich das nicht getroffen, wollte ich sagen. Ja, machen Kamehameha! In meine Visage! Wie soll ich dem ausweichen? Alter, meine Leiche wird noch geschändet. Wieder mal ein schlechter Traum. Ich glaube, ich sollte echt eventuell noch mal einen Run durchmachen. Einfach, dass ich eben kurz noch mal ein bisschen meinen Angriff steige. So, 32 brauche ich mindestens. Wenn ich ein bisschen auf Vorrat habe, ist es auch nicht weiter schlimm. So, den wollte ich und den guten hier will ich noch mitnehmen. Der mich voll heilt. So, komm, jetzt muss es doch funktionieren. So. Zwei Kristalle dahin geworfen. Beziehungsweise drei. Die kann ich mir, wenn ich keine mehr habe, wieder einsammeln. Und sie legt direkt los. Wie gefällt dir das?
Der erste Kristall ist schon despawned. Okay, lass mich. Jetzt weich doch mal aus, du dumme Troller. Willst du mich veralbern? Direkt zweimal hintereinander? Oh, zum Glück. Zum Glück war der Angriff schon fast vorbei. Es ist fast down. Fall oben! Oh! Was für eine Befriedigung, dich im Dreck zu sehen! Hau ich noch mal ein paar Mal drauf, du blödes Miststück, ey! Das war ein Kampf! Okay. Ja, ich würde auch nicht so freiwillig meinen Körper hergeben. Oh, das ist süß. Jetzt fühle ich mich schlecht. Das lässt sich einrichten. Das macht sie bestimmt glücklich. Ich soll doch frei denken, oder nicht? Das ist die richtige Einstellung. Und weg ist sie. Sie hat was fallen lassen. Ja, was sagst du, Kitty? Let's get going. Was haben wir denn jetzt hier eingesammelt? Los, Mans, so Shorts. Losing her family was merely the beginning of the maiden's cruel fate. When the church reached a bottleneck with dull technology,
They found out that witches were highly compatible with crafted souls. Ach, die Arme. Wie gesagt, jetzt fühle ich mich schlecht, weil ich sie verprügelt habe. Aber sie wollte mir auch Ultransleder, muss man sagen. Und die da, diese Puppen, die machen mir Angst. Vor allem die da. Die da macht mir richtig Angst. Ich weiß nicht wieso, aber sowas macht mir halt echt Angst, solche lebensechten Puppen. Aber schön, dass ich die jetzt besiegt habe. Jetzt habe ich das Maid-Kostüm. Junge. Lava-Ruin, das klingt doch schon unangenehm. Bitte sagt, dass hier eine Statue ist. Irgendwie hätte man da oben bei dem einen Raum die Tür öffnen können, aber keine Ahnung wie. Ich habe das nicht gefunden. Ich kann nicht zurück, ne? Doch, ich kann nochmal zurück. Obwohl, komme ich überhaupt zurück? Nee, ist glaube ich zu hoch, oder? Ach, das ist zu hoch, verdammt. Okay, dann müssen wir noch bis zur nächsten Gottesstatue spielen. Ich wollte eigentlich jetzt so langsam Schluss machen. Der Kampf ging ja wirklich schon allein mehr als lang genug. Ich habe jetzt über eine Dreiviertelstunde an dem einen Kampf gehangen. Ich musste mich erstmal boosten, damit das geklappt hat. So, Katze will mit mir reden. Bei Sequenzen bin ich immer weg aus dem Bild. Sie hatte ein Bewusstsein. Ist mir doch egal. Da ist was. Oh! Und jetzt folge ich ihr nicht mehr. Komm mal, jetzt höre ich nicht mehr auf die Katze. Jetzt tue ich mein eigenes Ding. Und wir haben direkt eine Goethe-Statue gefunden. So, ich habe hier noch eine Sache aufgesammelt. Ich gucke gerade oben, ob hier noch mal irgendwas liegt. Hier sind auf jeden Fall ein paar Heildinger drin. War bisher bei jedem, wo so eine Gottesstatue war und Fässer daneben waren, dass da irgendwas im Heilen drin war. Okay. Leben wird geboostet.
So, und ich habe das Maid-Kostüm freigeschaltet. Ja. Jetzt bin ich eine Maid. Ja. Dafür hat sich der Kampf so gelohnt. Dieses eine Kostüm. Zwei können wir noch finden. Dafür muss ich das Eiselement maximieren. Und ich muss das Game fertig machen. Also so schnell sehen wir, glaube ich, kein weiteres Kostüm. Aber hey. Ach, ich hätte auch darüber zu der einen Statue zurückgehen können. Wir haben heute was erreicht, wollte ich sagen. Wir haben noch einen Teddybären. Some human mashups like to purchase hides from the bestians. Imbue them with a bit of human magic. Then sell them back to the bestians for several times the original price. Truly, that is the heart and spirit of commerce. Ja, stimmt. So, ich will einfach nur mal kurz testen. Wenn ich jetzt Return to Till Screen mache, ich stelle mich extra hier hinten in der Ecke, spawne ich dann bei der Statue. Also sind das die Speicherpunkte? Ja, man wacht dann hier bei der Statue auf. Na gut, Leute. Ich würde sagen, ich habe für heute genug erreicht. Ich habe es durchgeschafft. Ich habe die eine Troller besiegt. Also an die Zuschauerschaft von YouTube, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da. Schaut beim Twitch-Kanal vorbei. Und ja, von YouTube verabschiede ich mich an der Stelle.